Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 4, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein hessisches Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches, Drucksache 19/3560. Vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Zur Einbringung wird Herr Staatsminister Al-Wazir das Gesetz einbringen. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit dem Gesetzentwurf für ein hessisches Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches wollen wir verhindern, dass die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung von Bauten im Außenbereich zu Leerstand bzw. Verfall von Bausubstanz führt. Wir glauben, dass, um es jetzt einmal ein bisschen praktischer auszudrücken, dass aus einem alten Kuhstall ein Veranstaltungsort werden kann, dass aus einer Scheune Ateliers für Künstler werden können und dass aus einer Lagerhalle auch ein Wohnhaus werden kann und dass das am Ende nicht Zersiedelung bedeutet, sondern Stärkung des ländlichen Raumes und dass das deswegen eine kluge Idee ist, wo ich hoffe, dass die allgemeine Zustimmung des Hauses vorhanden sein wird. Es ist so, dass bauliche Vorhaben, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, im Außenbereich bauplanungsrechtlich privilegiert sind, aber dass die Nutzung eines bislang land- oder forstwirtschaftlichen Gebäudes im Außenbereich, wenn sie aufgegeben wird, dann auch bedeutet, dass die Privilegierung verloren geht. Es wird dann quasi bauplanungsrechtlich illegal und muss abgerissen werden. Mit dem Gesetz soll der Wechsel von der bisher privilegierten landwirtschaftlichen Nutzung baulicher Anlagen zu einer neuen, nicht privilegierten Nutzung erleichtert werden. Die erleichterte Zulassung ermöglicht beispielsweise die Schaffung von bis zu 3 zusätzlichen Wohnungen je Hofstelle, wobei diese Wohnungen unabhängig von dem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb genutzt werden können. Allerdings setzt die erleichterte Zulassung voraus, dass die Aufgabe der bisherigen Nutzung nicht länger als 7 Jahre zurückliegt. Der Bundesgesetzgeber hat aber vor einigen Jahren in das Baugesetzbuch hineingeschrieben, dass die Länder bestimmen können, dass diese Frist nicht anzuwenden ist. Von dieser Möglichkeit haben bisher Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein Gebrauch gemacht. Und Hessen will nun einer Anregung des Bauernverbands folgend diesem Beispiel folgen. Die Aussetzung der 7-Jahresfrist wirkt einem schleichenden Substanzverlust der Gebäude entgegen. Ein Rückbau nicht mehr benötigter Gebäude ist in der Regel mit nicht unerheblichen Kosten verbunden, die ein Land- oder Forstwirt nur ungern aufbringt. Die ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebäude verfallen, und dann könnten langfristig Bauruinen im Außenbereich entstehen. Die Aussetzung der 7-Jahresfrist würde helfen, vorhandene Baustruktur zu nutzen, die dadurch nicht an anderer Stelle neu entstehen muss, was zu entsprechenden neuen Belastungen und Versiegelungen führen würde. Im Übrigen besteht eine gewisse Gefahr, dass es langfristig zu illegalen Nutzungen durch Dritte, einschließlich Vandalismus, kommt, die dann zu ordnungsrechtlichen Maßnahmen führen würden. Und, um das gleich vorab zu sagen, die Erfahrungen aus den anderen Bundesländern zeigen, dass es keine Anhaltspunkte für eine Mehrbelastung des Außenbereichs gibt und Befürchtungen, ich hatte es schon gesagt, dass es zu einer Zersiedelung des Außenbereichs kommt, unbegründet sind. In aller Regel, das ist dann die praktische Auswirkung, kommt es zu einer Umnutzung zu Wohnzwecken für Familienangehörige. Und das ist sicherlich etwas, was Sinn macht. In diesem Sinne hoffe ich auf gute Beratungen im Ausschuss und auf möglichst große Unterstützung für diesen Gesetzentwurf. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister, für die Einbringung. Als erster Redner hat sich schon Kollege Lenders von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, ich fange gerne damit an. Ich bin dafür. Staatssekretär, Staatsminister Al-Wazir hat es ja ganz gerne, wenn man ihn auch einmal lobt. Vielleicht bemerkt er es dann auch hier und da. Sehen Sie? Geht doch. Also das Gesetz findet durchaus unsere Zustimmung, und wir sind auch gespannt auf die Anhörung. Ich glaube, dass die Frage,
ländlicher Raum versus Ballungsraum. Ich hatte das bei der letzten Plenarwoche auch schon einmal gesagt. Sie haben das mittlerweile in Anträgen verinnerlicht. Ich finde das auch einen richtigen Ansatz, den Sie hier wählen. Das ist sehr wohl eine Frage darum, ob ich mit leerstehenden Gebäuden im ländlichen Raum etwas anfangen kann in einer Situation, wo wir auf einmal mit einem Strukturwandel in der Landwirtschaft zu tun haben. Das beschreiben Sie ja auch in der Problemstellung im Gesetzentwurf. Das hat aber auch was mit demografischer Entwicklung zu tun. Das hat was damit zu tun mit Landflucht hin zum Ballungsraum. Das ist jetzt nicht jetzt der Schlüssel, mit dem wir das jetzt alles lösen können. Aber es ist ein kleiner Mosaikstein, und das zu machen, es tut niemandem weh, Herr Kollege Siebel. Es kostet auch kein Geld. Von daher glaube ich, weiß ich gar nicht, wer da wirklich was dagegen haben sollte, hier Bürokratie einfach abzuschaffen. Meine Damen und Herren, ich hoffe allerdings, dass so unproblematisch und unbürokratisch, wie sich jetzt die Landesregierung an dieser Stelle zeigt, ob wir dann auch, wenn es darum geht, in der hessischen Bauordnung dann mal weiterzukommen, um denn das Wohnen zu vergünstigen, mit dem Wohnungsbau im Ballungsraum dann weiterzukommen, ob wir dann auch so unbürokratisch und mit der Unterstützung der Landesregierung dann rechnen können. Da bin ich mal gespannt, wenn wir Sie dann in den nächsten Monaten ein bisschen auf die Probe stellen, ob wir dann da auch loben dürfen. Ansonsten freue ich mich auf die Beratung zu diesem Gesetzentwurf. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächster Redner hat sich schon Kollege Kaufmann von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege Kaufmann, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wie es eines Ministers Aufgabe ist, hat er uns sehr im Zusammenhang und sagen wir mal, anschaulich geschildert, alle Aspekte dieses Problems. Bei dem Gesetz geht es in Wahrheit um sehr viel kleineres Brötchen oder Karo gar, nämlich befristet auf 5 Jahre wird eine derzeit bestehende Befristung auf 7 Jahre aufgehoben. Das ist sozusagen der materielle Kern des Gesetzentwurfs. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Dahinter stehen wahrscheinlich auch nur relativ wenige Fälle, nämlich diejenigen, wo ehemalige privilegierte Anwesen aufgegeben wurden und dass innerhalb von 7 Jahren nach ihrer Aufgabe diese Umnutzung, die nach Bundesrecht möglich ist, nicht vollzogen wurde und deswegen man die Frist jetzt aufheben möchte, um es auch später noch möglich zu machen. Wir begrüßen das aus einem ganz einfachen Grund. Es reduziert ein Stück weit die Bürokratie vor Ort, weil es nämlich nicht mehr notwendig wird, zu prüfen, wie lange das jeweilige Anwesen, was privilegiert war, jetzt nicht mehr betrieben wird. Und das hat, wenn man, und deswegen ist es kein Wunder, dass der Bauernverband das auch vorgeschlagen hat, das hat, sagen wir mal, in diesen Kreisen durchaus an der einen oder anderen Stelle, Herr Kollege Lenders, auch zu vielerlei Auseinandersetzungen führen können, so nach dem Motto, das stimmt doch gar nicht und das ist schon länger stillgelegt etc. pp. Allein diese Schwierigkeiten werden wir jetzt los, und das ist sinnvoll. Und wenn man verhindern kann an der einen oder anderen Stelle, es wird kein Massenphänomen werden, nämlich an in Hessen insgesamt, wenn man verhindern kann, dass sinnvoll noch Nutzungen in Anwesen stattfinden, die ansonsten dem Verfall übereignet werden, dann ist das gut. Und deswegen finden wir den Gesetzentwurf auch gut. Nur wir werden damit die Welt nicht aus den Angeln heben. Das muss uns allen klar sein. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Als nächster Redner hat schon Kollege Siebel von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin begeistert, mit welchem Enthusiasmus der Minister
dieses Gesetz hier vorgestellt hat. Ein guter Freund von mir sagt an dieser Stelle immer, man muss auch die schlechten Tänze tanzen. Das ist manchmal so. Und Kollege Kaufmann, Sie haben ja schon die richtigen Worte über die Relevanz dieses Gesetzes zum Ausdruck gebracht. Es hat mich sehr gefreut, dass meine Fraktion auf die Idee gekommen ist, mich dazu reden zu lassen. Das liegt einfach daran, dass im Titel, das Wort Bau vorkommt. Dann haben Sie gesagt, Bau, das macht mal der Siebel. Einige Sätze zu dem Inhalt des Gesetzes. Aufgrund des Strukturwandels der Landwirtschaft sind in den letzten 15 Jahren 10% der Flächen nicht mehr landwirtschaftlich bewirtschaftet. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Liegenschaften der Landwirtschaft, auf den Rückgang der Beschäftigten. Und nach 35 Baugesetzbuch ist eine Umnutzung wirtschaftlich genutzter Gebäude in eine andere Nutzungsform nur unter Vorbehalt notwendig. Und es ist richtig, dass durch die jetzt getroffene Regelung diese Umnutzung möglich ist. Wenn dieses, und dann komme ich jetzt doch mal zum Thema Bau und Wohnen, wenn dieses auch, und der Herr Minister hat das ja auch angedeutet, dass dort auch Wohnungen, also Menschen dann auch tatsächlich real wohnen können in umgebauten Möglichkeiten, dann wird das sicherlich nicht die Wohnungsnot lösen. Aber es könnte einen kleinen Beitrag leisten. Insofern finde ich das auch interessant. Wir sind ja beim Thema Wohnen durchaus auch an filigranen Themen dran. Das ist ja auch gut so. In meiner Fraktion wurde die Frage der Verträglichkeit im Außenbereich angemahnt. Ich gehe davon aus, dass die entscheidenden Umnutzungen im Außenbereich nicht möglich sind. Das heißt, dass sozusagen diese Frage Außenbereich höherrangiges Recht ist gegenüber der Verordnung, die jetzt den 35 vorsieht. Letzte Bemerkungen zu der Frage, warum kommt denn jetzt dieses Gesetzchen daher, also dieses Tänzchen daher. Das hat mich dann auch, Kollege Lenders hat es angerissen, hat mich auch verwundert. Meines Wissens nach ist das Haus momentan in einer Baurechtsnovelle im Hinblick auf die Hessische Bauordnung. Und warum man jetzt dieses Gesetzchen voranschiebt und dann, es ist ja wohl auch angesagt, dass die HBO noch in diesem Jahr verabschiedet werden soll, das ist zumindest mein Kenntnisstand, das ist mir schlechterdings unverständlich. Und insofern, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann ich mich nur dem anschließen, was Kollege Lenders angesprochen hat. Wenn wir uns in der Frage der Bauordnung im Hinblick auf Verwaltungsvereinfachung und Entbürokratisierung und das beinhaltet dieses Gesetz in einem zugegebenermaßen kleinen Bereich, warum wir das dann nicht im Gesamtpaket gemacht haben, das ist mir ziemlich unverständlich. Aber meine Frau sagt an dieser Stelle immer, Verstehen ist der Trostpreis. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Siebel. Als nächster Redner hat schon Kollege Caspar von der Fraktion der CDU zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Kollege Siebel, Sie haben eben gesagt, Sie verstehen nicht, warum nicht im Rahmen der HBO-Novelle das Thema aufgegriffen wird. Das ist relativ einfach. HBO ist Hessische Bauordnung. Hier geht es um ein Gesetz in Ausführung des Baugesetzbuches, das heißt eines Bundesgesetzes. Der Bund hat den Ländern bestimmte rechtliche Möglichkeiten gegeben. Und wir nutzen diese rechtlichen Möglichkeiten des Baugesetzes des Bundes. Das liegt also außerhalb der Hessischen Bauordnung. Hier geht es darum, dass in bestimmten Bereichen landwirtschaftliche Nutzung möglich ist oder Gebäude errichtet werden können für landwirtschaftliche Betriebe, für gärtnerische Betriebe oder für Forstbetriebe. Und wenn dann dieser Betrieb aufgegeben wird, dann muss normalerweise ein Nutzungsänderungsantrag gestellt werden. Und derjenige, der den Betrieb aufgibt und diesen Änderungsantrag stellt, hat hierfür 7 Jahre Zeit. Wenn er diese 7 Jahre versäumt, hat er keine Ansprüche mehr darauf, in dem Bereich eine wohnungswirtschaftliche Nutzung zu bekommen.
Da in der Praxis manchmal Betriebe sukzessive abgegeben werden und einzelne Bereiche aufgehört werden zu bewirtschaften oder durch einen Generationenwechsel so etwas passiert, wird eben nicht oft oder manchmal nicht daran gedacht, dass man auch dann einen Nutzungsänderungsantrag stellen muss. Der Betroffene sitzt dann in dieser Siebenjahresfalle, wenn irgendwie die Baubehörde nach 8 Jahren feststellt, also dass der Betrieb ist ja schon lange aufgegeben worden und eigentlich darf dann dieses Gebäude nicht mehr für Wohnungszwecke genutzt werden. Das kann natürlich nicht Zielsetzung von uns sein, denn das ist eine Verantwortung gegenüber der vorhandenen Ressource des Gebäudes, dass man sie dann auch nutzen kann, wenn sie eben nicht mehr für landwirtschaftliche, für gärtnerische oder für forstwirtschaftliche Zwecke genutzt wird, dass man sie dann für Wohnungszwecke nutzen kann. Sie haben natürlich völlig recht, dass es nicht eine Masse von Fällen betrifft. Aber denken Sie einmal an das persönliche Schicksal des Betroffenen. Für die Familie, die davon betroffen ist, ist das natürlich schon ein sehr massiver Eingriff. Ob sie dann gesagt bekommt, ja, das Gebäude dort im Außenbereich, das kann jetzt keine Genehmigung mehr bekommen, denn ihr habt leider diese 7-Jahresfrist versäumt. Also das ist dann schon eine persönlich massive Härte. Deswegen ist es in Ordnung, dass wir als Gesetzgeber uns damit beschäftigen, um solche Härten auszuschließen. Wir leisten damit natürlich auch eine Aufrechterhaltung der Wohnstrukturen im ländlichen Raum. Das ist ein positiver Effekt. Wir leisten einen Beitrag gegen leerstehende Gebäude im ländlichen Raum. Auch das ist wichtig. Also ich glaube, es ist ein wohlüberlegtes Gesetz, und man sollte eben Gesetze nicht nur dann für gut heißen, wenn sie viele Massen betreffen, sondern wenn es auch um Einzelschicksale geht. Das ist hier der Fall. Deswegen halten wir das Gesetz für notwendig und danken der Landesregierung, dass sie das so eingebracht haben, und beraten dann die Details sicherlich im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kasper. Als nächste Rednerin hat schon Frau Kollegin Wissler von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Auch wir haben uns den Gesetzentwurf angeschaut, der sich ja wirklich in der Tat auf einen einzigen Punkt beschränkt, nämlich das leerstehende forst- und landwirtschaftliche Gebäude einer anderen Nutzung zugeführt werden können bzw. dass die Umnutzung möglich wird und dafür die 7-Jahre-Frist aufgehoben wird. Das ist ja der einzige Bestandteil dieses Gesetzes. Natürlich ist es so, dass infolge des Strukturwandels im Bereich der Landwirtschaft es viele leerstehende Gebäude gibt, die man besser nutzen kann, als sie einfach verfallen zu lassen. Der Minister hat ja ein bisschen darauf hingewiesen, was eventuell Probleme sein könnten, nämlich die Frage der Zersiedelung, die Frage der Verträglichkeit bzw. der Belastungen im Außenbereich. Auch will ich noch anmerken, die Frage der verkehrlichen Anbindung, die sich ja dann auch ein Stück weit oder was das für Verkehrswege bedeutet. Aber ich glaube auch, dass es sich hierbei eher um Einzelfälle handelt, die ja auch man sich dann anschauen muss, sodass da ich die Gefahr dessen jetzt als eher gering einschätze. Die Erfahrung aus anderen Bundesländern, wo diese Frist ja bereits abgeschafft wurde, hat ja auch offensichtlich gezeigt, dass es Einzelfälle sind und kein größeres Phänomen. Von daher, also sicher wird es die Wohnungsnot nicht lösen und nicht mindern. Aber warum soll man Gebäude verfallen lassen, wenn man sie außenbereichsverträglich einer sinnvollen Nutzung zuführen kann? Von daher sehe ich jetzt auch nicht, was gegen diesen Gesetzentwurf spricht. Deswegen ist das ein Gesetzchen aus Ihrem Hause, wo wir auch denken, dass es sinnvoll ist. Ich glaube, dass es in der Hessischen Bauordnung wirklich einige größere Fragen gibt, die wir in den nächsten Jahren, dann, wenn die Novelle kommt, eher zu behandeln haben. Um nur zwei zu nennen, ist das sicher die Frage von lokalen Energiesatzungen. Da gab es ja eine Verschlechterung bei der letzten HBO-Novelle. Ich merke noch einmal als Stichwort.
Ja, der eine sagt so, der andere sagt so, je nachdem, ob man die Energiewende will oder nicht, Herr Lenders. Also, ich sage nur Stichwort Marburger Solarsatzung. Wir würden uns natürlich freuen, wenn solche Dinge wieder möglich wären durch die HBO-Novelle und nicht erschwert würden. Der andere Punkt, auch da sind wir nicht einer Meinung. Auch da sehen Sie Änderungsbedarf, allerdings anders als ich. Das ist die Frage der Stellplatzablöse. Also auch hier, Herr Caspar, Sie wissen ja, dass da alleine Frankfurt mehrere Millionen Euro, ich glaube 20 Millionen Euro, verloren gegangen ist durch die Änderungen da im Bereich der Stellplatzablöse. Also auch da würde ich mir wünschen, dass wir da Veränderungen noch in der HBO-Novelle dort auch vornehmen. Also von daher, dieses Gesetzchen ist sicher größtenteils dieses Gesetzchen ist sicher unproblematisch, und deswegen glaube ich, können wir das dann im Ausschuss auch weiter beraten. Wir warten stattdessen eben auf die HBO-Novelle und sind gespannt, ob wir darin dann einen grünen Anstrich finden und ob die Forderungen, die die Grünen und die wir immer unterstützt haben, auch damals bei der HBO-Novelle haben, ob die den Weg ins Gesetz finden. Ja, von daher glaube ich, viel länger muss man darüber dann auch nicht reden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf in den WVA.